Ja, wir haben jetzt heute gestartet mit dem Aufbau. Wir werden vor dem Clubhaus einen terrassierten Stehplatz zusätzlich schaffen. Wir stellen dann 1000er-Tribüne für die Fans vom FC Luzern und eine 400er-Tribüne stirnseitig gegen einen kleinen Fußballplatz, dass wir dort auch noch Zuschauerinnen und Zuschauer bringen. Heute werden die Stehrampen gemacht, Getränkewagen gestellt und Parkierungssituation, die wir auf verschiedenen Plätzen organisiert haben, werden abgesperrt. Und die Tribüne, die kommen am Freitagmorgen und dann wird den ganzen Tag werden die Tribüne gestellt. Also es müssen sicher Vereinsmitglieder werden in Einsatz kommen. Und da haben wir eigentlich von allen Zusagen, die wo wir sind, dass die aktiv mithelfen. Dann dürfen wir auch noch am Samstag für Kassen mit dem Jodelclub Berglöckli, stellt uns auch noch Leute zur Verfügung, und auf den Getränkewegen dürfen wir noch mit Helfern vom Traktorenclub Schütz rechnen. Also die Solidarität ist grossartig. Wir dürfen im Jahr 2009 gegen FC Luzern spielen und dürfen heute im 10. Spiel wieder gegen Luzern spielen. Das heisst im 10. Spiel, wo der FC Schütz gegen einen Vertreter aus der Super League darf spielen. Grundsätzlich hat sich etwas verändert, dass wir in der Zwischenzeit noch ein paar Mal haben dürfen gegen einen Super League-Club spielen. Wir haben auch machen es heute bald etwas routinierter, die Organisation. Wir haben wiederum kein Risikospiel, das macht es auch etwas ein einfach. Und infrastrukturmässig stellen wir etwas weniger als im Jahr 2009. Weil wir dort noch, plötzlich hat es sich geheißen, sie ausverkauft und dann ist niemand mehr gekommen. Am Schluss hätten wir noch Plätze für ihn gehabt. Aber das hoffen wir, dass das mal nicht passiert und wir die Infrastruktur können ausnutzen können. Wir würden uns wünschen, dass zwischen 3 und 3.500 Besucherinnen und Besucher das Spiel würde besuchen. Der Trainerstab tut eigentlich jede Mannschaft eigentlich gut analysieren. Und Luzern ist natürlich auch analysiert worden. Wir haben ein paar Inputs bekommen von den Trainern, auf was wir schauen sollen, auf was wir achten sollen, was ihre Stärken und Schwächen sind. Und darum eigentlich wie gewohnt eigentlich. Ja. Also ich persönlich muss sagen, ich habe hier immer meinen persönlichen Ablauf. Also nichts Spezielles eigentlich, wie auch für das Meisterschaftsspiel. Natürlich eben für den Verein ist es etwas Spezielles, aber für jeden Spieler individuell. Jeder hat so seinen Ablauf vor dem Spiel in der Woche. Und ich glaube, dort muss man sich eigentlich nicht groß Gedanken machen und macht sein Ding eigentlich. Für das Cup-Spiel haben wir spezielle Trikots. Also nicht die, die wir für die Meisterschaft haben. Und ja, die sind schon da und mit denen werden wir sehr wahrscheinlich auch auflaufen. Ich freue mich riesig. Es ist ein riesiger Anlass für den FC Schütz. Und natürlich auch mit dem FC Luzern wird es umso spannender eigentlich, dass es so ein Derby ist. Und, aber ja, ich bin guter Dinge. Wir hoffen, dass wir ihnen das Bein stellen können. Und sonst einfach, ja, viel Spass eigentlich und geniessen.